sind in Neuruppin, gelegen im Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Das Typische hier ist eine reizvolle und wunderschöne Landschaft. Viel Wasser und imposante alte Gebäude. In solch einer Umgebung gibt es viel zu entdecken und zu lernen. Viel lernen kann man aber auch beim Busfahren. Das hier ist ein Bus der Ostprignitz-Ruppiner Personennahverkehrsgesellschaft. Unser Film ist ein Film vom Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Diesem gehören über 40 Verkehrsunternehmen an. Deren Busfahrer und Mitarbeiter sorgen dafür, dass ihr gut und sicher zur Schule kommt. Denn auf dem Weg zur Schule kann so viel passieren. Na hallo, und ich bin der kleine Bus. Ich zeige euch, liebe Kinder, was ihr beim Busfahren alles beachten müsst. Beginnen wir an der Bushaltestelle. Da kann man nämlich schon viel falsch machen. Zum Beispiel darf nicht gedrängelt oder geschubst werden. Da kann auch schnell mal eine Tasche auf die Straße kippen. Schaut mal her, wie nah der Bus an den Bordstein ranfährt. Wenn ihr an den Türen drängelt, kann der Busfahrer noch nicht mal die Türen öffnen. Tja, und wenn man zu spät kommt, kann es passieren, dass der Bus ohne euch losfährt. Also, ich finde, wir fangen nochmal von vorne an. Versucht mal, auf die Markierung an euren Bushaltestellen zu achten. Seht mal, da seid ihr auch weit genug vom Bordstein entfernt. Tja, und beim ordentlichen Einsteigen kann dann der Busfahrer auch gut eure Fahrkarten sehen, die ihr immer dabei haben müsst. Sonst könnt ihr nicht mitfahren. Stimmt's, kleiner Bus? Stimmt! Immer Fahrausweis mitnehmen. Oh je, was ist denn hier los? Das ist ja furchtbar laut. Und gefährlich sieht das auch aus. Ihr seid doch Kinder und keine Äffchen. Kinder, der arme Busfahrer, der kann sich ja beim Fahren gar nicht mehr konzentrieren. Ruhe, stopp! Ach, diese Stille, das tut gut. Und unsere Kinder verhalten sich auch hier vorbildlich. Taschen zwischen die Beine gestellt und gut festhalten ist wichtig. Sonst wird's beim Bremsen gefährlich. Seht ihr, jetzt ist doch was passiert. Oh je, ich hab's ja gleich gesagt. Na, das mit den Taschen hatten wir doch gerade geklärt. Sonst kommt ja hier keiner durch. Schnell wegräumen. Gut gemacht. Ja, und was macht man, wenn ältere Fahrgäste einsteigen? Richtig, natürlich sofort den Sitzplatz anbieten. Erst recht, wenn ihr dieses Zeichen hier seht. Also gut merken. Und was ist mit kleinen Kindern im Kinderwagen? Auch Mamis möchten im Bus mitfahren. Na, klappt doch. Also auch auf dieses Zeichen hier achten. Am besten Taschen dort gar nicht erst abstellen. Na, da hört aber jemand laut Musik. Hey, trotz Kopfhörer ist das aber echt laut. Leiser machen. Also passt immer gut auf, wenn jemand neben euch sitzt, wie laut eure Musik eingestellt ist.
So, und da sind wir ja auch schon. Auch beim Aussteigen an der Schule gilt natürlich, langsam und ordentlich aussteigen. Mal sehen, ob das klappt. Hey, so geht's aber nicht. Alles zurück. Soll ich euch mal zeigen, was da alles passieren kann, wenn ihr beim Aussteigen einfach losrennt? Da kann zum Beispiel ein Fahrradfahrer kommen. Ihr rennt raus, ohne zu gucken, und schnell ist ein Unfall passiert. Und vor dem Bus, ohne zu schauen, über die Straße rennen. Was meint ihr, was da alles passieren kann? Seht ihr noch, nicht einmal der Busfahrer kann euch sehen und der Autofahrer erst recht nicht. Oh du meine Güte, das halten meine Nerven nicht aus. Kinder, macht das niemals. Einfach so über die Straße zu rennen. Die Kinder sind jetzt in der Schule. Na, und wir sind gespannt, ob bei der Rückfahrt alles besser klappt. Na, und das sieht ja für den Anfang schon recht gut aus. Ja, und wenn man die Musik nicht so laut aufdreht, kann man sogar noch ein Schwätzchen mit Freunden halten. Ist doch auch schön, oder? Wenn ihr aussteigen wollt, müsst ihr auf den roten Stoppknopf drücken. Huch, was ist denn hier passiert? Die kleine Marie hat sich verfahren und ist doch tatsächlich in den falschen Bus gestiegen. Das passiert häufiger, als ihr denkt. Also immer gut auf die Busnummer schauen oder den Busfahrer fragen. Die können immer weiterhelfen, da braucht ihr keine Angst zu haben. Na und was ist denn hier schon wieder los? Wie war das nochmal mit dem Hinsetzen und Festhalten, wenn da mal jetzt nichts passiert? Mein Kopf tut weh. Ihr müsst euch unbedingt während der Fahrt festhalten. Sagt mal, und wohin wird denn hier der Müll gestopft? Das geht aber nicht. Hier scheinen ja alle ihren Müll einfach rumzuschmeißen. Also jetzt reicht es mir langsam. Der arme Busfahrer muss das alles wieder sauber machen. Hey, wie wird's richtig gemacht? Richtig! Das war ja eine aufregende Fahrt und viel lernen konnte man auch. Ich hoffe, unsere Schulkinder und ihr macht das in Zukunft alles richtig. Versprochen? Versprochen. Das nächste Mal klappt's besser. Und denkt immer an mich beim Busfahren. Tschüss. Hab ich's nicht gerade noch gesagt? Ihr sollt an mich denken. Und wir bedanken uns bei den Schülern des Evangelischen Gymnasiums Neuruppin und bei allen Statisten, Mithelfern und Verantwortlichen für ihre tolle Unterstützung. Hab euch lieb!